Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Debatten über die Zustände in Fleischgroßbetrieben, etwa über die Arbeits- und Lebensbedingungen der meist ausländischen Mitarbeiter, die gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Es bedurfte aber offenbar der Pandemie und mehrerer massiver Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen, bis die Politik reagierte und die Branche in die Pflicht nahm. Doch nun das. In dieser Fleischfabrik im Ostwestfälischen kam es zu einer wahren Welle von Neuinfektionen mit mehr als 650 positiv getesteten Mitarbeitern. Der Landkreis Gütersloh reagierte prompt und schließt etwa die vor kurzem erst wieder geöffneten Kindergärten und Schulen bis zu den Sommerferien. Die Angst vor dem Virus, die sich doch gerade etwas gelegt hatte, die flammt wieder auf. Wie konnte das passieren? Marion Kersthold. Diese Schweine sind wegen Corona noch am Leben. Bei der Tönnies Schlachthof in Reda-Wiedenbrück heute geschlossen wurde. 30.000 Schweine werden in der Fleischfabrik sonst pro Tag geschlachtet. Doch nun grassiert in dem Betrieb das Virus. Ich habe verfügt, dass alle Infizierten und alle unmittelbaren Kontaktpersonen in Quarantäne gehen. Ebenso gehen in Quarantäne alle weiteren Personen, die auf dem Werksgelände arbeiten und die wir nochmals testen werden. Erst vor 4 Wochen, als es Corona-Ausbrüche in anderen Fleischfabriken gab, waren alle 7.000 Tönnies-Mitarbeiter getestet worden. Nur sehr wenige waren infiziert. Das Unternehmen Tönnies vermutet nun, dass osteuropäische Mitarbeiter sich bei Heimreisen angesteckt haben könnten. Und wenn ein oder zwei oder auch 5 eine Infektion mitbringen und die dann im falschen Moment am falschen Platz sind und diese Infektion verbreiten, kann das dazu führen, dass man damit einen Herd ausgebildet hat. Zudem könnten die gekühlten Produktionsräume die Ausbreitung befördert haben, so das Unternehmen. Die genauen Gründe des Ausbruchs müssten aber noch untersucht werden, sagten Behörden und Unternehmen heute bei einer Pressekonferenz. Der Ministerpräsident sieht die Schuld jedenfalls nicht bei den Lockerungen, sondern bei den Zuständen in der Fleischindustrie. Dieses Beispiel zeigt eher, wie schnell verbreitet sich ein Virus, wenn Abstände nicht eingehalten werden, wenn Unterkünfte nicht in Ordnung sind. Und es warnt uns, immer noch mal ein zweites Mal hinzuschauen. Deshalb werden nun alle Schlachthofmitarbeiter in NRW erneut getestet. Und alle Schulen und Kitas des Landkreises Gütersloh, erst seit wenigen Tagen offen, machen wieder zu. Ja, wir fangen da wieder irgendwo an, wo wir vor ein paar Wochen mal waren. Und das finde ich traurig. Auch für die Kinder, weil die brauchen diese Nähe auch. Nicht so schön für die Kinder, definitiv. Dass der Alltag jetzt wieder ein bisschen enger wird, strenger wird und alles. Mit den Schließungen will der Kreis Gütersloh einen neuen, kompletten Shutdown verhindern. Denn er liegt nun klar über der kritischen Marke von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Es klang nach einer astronomischen Summe, die die Bundesregierung nach der weltweiten Finanzkrise 2008-2009 in die Hand nahm, um die deutsche Wirtschaft zu retten. 44 Milliarden Euro Neuverschuldung. Doch das war gar nichts im Vergleich zu dem, was die Bundesregierung jetzt an Schulden aufnimmt, um sich gegen die Corona-Krise zu stemmen. Das Bundeskabinett schickte heute schon den 2. Nachtragshaushalt in der Pandemie auf den Weg. Nochmal 62,5 Milliarden mehr, um all die zahllosen Maßnahmen zur Hilfe und Ankurbelung der Konjunktur irgendwie auch finanzieren zu können. Damit steigt die Neuverschuldung seit dem Corona-Ausbruch auf mehr als 218 Milliarden Euro. So viel wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Kirsten Gierschig. Mit Olafs Wumms raus aus der Krise. Hilfe vom Finanzminister erhoffen sich auch die Busunternehmer, die heute in Berlin demonstrieren. Und der Verkehrsminister kann verkünden, der Andi, habe vom Olaf noch einmal 170 Millionen für die Busbranche besorgt. Die Botschaft ist auch gut heute Morgen, dass wir von der Politik, von der Bundesregierung und auch von der Koalition hier Hilfestellung geben. Noch mehr Corona-Hilfen, dafür hat das Kabinett einen weiteren Nachtragshaushalt beschlossen. Die schwarze Null, also der ausgeglichene Haushalt, war bereits mit dem ersten Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro Geschichte. Jetzt kommen im zweiten Nachtragshaushalt weitere 62,5 Milliarden dazu. Macht eine Schuldenaufnahme von 218,5 Milliarden insgesamt. Das wird für kommende Generationen schwer tragbar, sorgen sich junge Abgeordnete.
2.700 Euro Verschuldung pro Kopf vom Baby bis zum Senior. Nur der Bund, ohne Länder und Europa, das sind schon alarmierende Zahlen. Und wir leben ein gutes Stück jetzt auf Kosten der Zukunft. Nein, eben nicht. Der Haushalt müsse schnell wieder ausgeglichen sein, betont die Union. Wir verschieben nichts auf nächste Generation. Diese Verpflichtung werden wir gesetzlich verankern. Und damit wird klar, das ist ein Krisenhaushalt mit Verschuldung. Nach der Krise müssen wir wieder zurück zur schwarzen Null. Ohne neue Schulden auskommen, das könnte dem Finanzminister schon nächstes Jahr gelingen. In den Nachtragshaushalt hat er reichlich Puffer eingebaut. Schwieriger wird es mit der Gesamtverschuldung. Von rund 84% nach der Finanzkrise wurden die Staatsschulden weitgehend stetig gesenkt und kamen 2019 erstmals unter 60%. 2020 steigen sie nun rasant auf rund 77%. Innerhalb von 20 Jahren sollen die neuen Schulden getilgt werden. Eine Möglichkeit, hart sparen. Bloß das nicht, sagen die Grünen. Wir dürfen jetzt nicht durch eine zu schnelle und eine zu restriktive Tilgung von Krediten die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie und die Investitionstätigkeit des Staates gefährden. Die andere mögliche Hoffnung, Wachstum. Wenn die Wirtschaftsleistung steigt, gibt es mehr Steuereinnahmen und die Schuldenquote sinkt im Vergleich quasi automatisch. Wenn man das mit einem Textzeile aus der neuen deutschen Welle sagen will, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben. Und Sie? Sie wären schon zufrieden, wenn das Konjunkturpaket Ihr wirtschaftliches Überleben sichert. Die Rekordneuverschuldung in der Corona-Krise. Darüber habe ich am Abend mit dem Bundesfinanzminister gesprochen, Olaf Scholz in Berlin. Guten Abend, Herr Scholz. Guten Abend, Herr Zamperoni. Bei jeder neuen Verschuldungsrunde ein neuer Begriff. Sie reden von Bazookas, von Wumms und zitieren heute die Neue Deutsche Welle. Wenn das jetzt so weitergeht und alle paar Wochen neue Milliardenschulden gemacht werden müssen, haben Sie da keine Angst, dass Ihnen langsam das Vokabular ausgeht? Nein, schon deshalb, weil wir ja sehr bewusst jetzt eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen haben, damit wir nicht noch einmal in kurzer Zeit einen solchen Nachtragshaushalt beschließen müssen. Das ist jetzt der zweite in diesem Jahr. Aber der hat natürlich etwas zu tun mit der sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage, die der Corona-Pandemie gefolgt ist. Das heißt, Sie glauben, das war es jetzt erstmal? Das reicht jetzt, um die Krise zu meistern? Der erste Schritt war, dass wir Maßnahmen auf den Weg gebracht haben, um die Wirtschaft zu stabilisieren, Arbeitsplätze zu sichern während des Lockdowns. Jetzt, wo der Lockdown allmählich zu Ende geht, ist genau der richtige Zeitpunkt für ein Konjunkturprogramm. Und das haben wir jetzt für dieses und das nächste Jahr auf den Weg gebracht. Aber es ist noch überhaupt nicht sicher, ob all diese Maßnahmen, die Sie auf den Weg gebracht haben, die deutsche Wirtschaft wirklich auch so schnell retten werden. Wo wirkt denn all das Geld, das Sie jetzt schon ausgeben, schon? Überall, denn all die Unternehmen, die von unserer Soforthilfe profitiert haben, haben das unmittelbar gespürt. All die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Arbeitsplatz mit Kurzarbeit gesichert worden ist, haben das gespürt. All die Unternehmen, die Kredite und Garantien bekommen haben, haben das bemerkt. Und da kann man noch viele, viele weitere benennen. Und das geht jetzt ja konkret los damit, dass wir dafür sorgen, dass die Unternehmen, die weiter Umsatzrückgänge haben, die spezielle Situationen haben, wie Schausteller zum Beispiel, wie Künstlerinnen und Künstler oder wie Gastronomen und Hoteliers weiter unterstützt werden. Aber wir gleichzeitig mit Investitionen in die Zukunft dafür sorgen, dass jetzt die Konjunktur wieder läuft. Mit der Mehrwertsteuersenkung zum Beispiel, mit dem Kinderbonus, der Milliarden für die Familien bereitstellt, um die Kaufkraft zu stärken. Und natürlich mit all den Maßnahmen zum Beispiel zur Stärkung der Kommunen. Das kommt alles zusammen. Da ist wahrscheinlich auch eine Menge Prinzip Hoffnung dabei, dass das alles wirkt. So oder so, der Bund der Steuerzahler ist, Zitat, entsetzt über das, was Sie da jetzt machen. Sie würden viel mehr Schulden machen als nötig. Sie hätten ja beispielsweise auch im Kabinett mal über ein paar Sparmaßnahmen im bisherigen Haushalt reden können oder Gelder umverteilen oder so manches Herzensprojekt erstmal hinten anstellen können. Das halte ich ehrlicherweise mehr für Sprüche machen als für reale Vorschläge zur Lösung des Problems, das wir haben. Man kann in einer Konjunkturkrise, in der wir jetzt dafür sorgen müssen, dass wieder investiert wird, dass wieder gekauft wird, auch das natürlich nicht hineinsparen. Man muss auch konkret was für die Belebung der Wirtschaft tun. Das haben wir gemacht. Und wenn ich das Urteil der meisten Experten in der Wissenschaft und aus den Verbänden, aus der Wirtschaft, von den Gewerkschaften höre, dann haben wir genau das Richtige gemacht. Denn es geht jetzt darum, dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft wieder brummt. Keine Frage. Ungewöhnliche Maßnahmen für ungewöhnliche Situationen. Aber der andere Kritikpunkt, der auch von den Steuerzahlern kommt, ist, jetzt werden Dinge quasi durch die Hintertür auch mitfinanziert, die sie eigentlich schon längst hätten angehen sollen oder für die vorher das Geld nicht reichte und die jetzt quasi damit reingemauschelt werden. Beispiel Wasserstoffstrategie.
Was ist daran Mauschelei? Es geht darum, dass wir die Zukunft unseres Landes sichern. Wir haben uns alle vorgenommen, nicht nur in Deutschland. Wenn es aber so wichtig ist, warum haben Sie das nicht schon vorher gemacht? Wir haben schon vorher damit angefangen und jetzt gibt es natürlich noch mal einen ordentlichen Schub für das, was für die Zukunft wichtig ist. Ich will das noch mal sagen. Wenn wir überall beschließen, in Deutschland, in Europa, in der Welt, dass wir 2050 eine CO2-neutrale Volkswirtschaft haben wollen, dann muss es auch so sein, dass wir dabei den ganz wichtigen Baustein der Wasserstoffwirtschaft auch massiv fördern. Und zwar als industrielles Projekt. Das hilft bei der Stahlindustrie, das hilft bei der Automobilindustrie, das hilft bei der Chemieindustrie, das hilft bei all dem, was wir mittlerweile machen und was wir auch in Zukunft tun wollen, aber mit weniger Auswirkungen auf das Klima. Und wenn Deutschland es jetzt schafft, mit diesem Schub dafür zu sorgen, dass wir zum Beispiel diejenigen sind, die die meisten Anlagen herstellen, mit denen man sowas machen kann in der Welt, dann ist das doch nicht schlecht. Sie wollen schon 2023 anfangen, diese Schulden abzubauen. Was macht Sie denn da so optimistisch, dass Sie sich das dann leisten können, wo doch alle Experten auch einen dramatischen Wirtschaftseinbruch erwarten? Das, was wir jetzt machen, dient ja genau dazu, dass wir jetzt nicht eine lang anhaltende Stagnation haben, dass wir auch nicht eine lange, tiefe Phase einer Konjunkturdelle haben, die Ökonomen dann ein U nennen, sondern dass wir, wenn es gut läuft, möglichst schnell wieder rauskommen, so wie man sich ein V vorstellen kann. Ob es genau klappt, das wissen wir nicht, aber wir tun alles dafür, dass das so ist. Und viele Vorhersagen, die wir haben, sind ja auch so, dass wir Anfang 2022 möglicherweise das Vorkrisenniveau schon erreicht haben. Manche sind sogar optimistischer. Und das wäre dann auch die Grundlage dafür, dass wir zurückzahlen können. Denn alles das, was uns Arbeit und Wohlstand in der Zukunft schafft, was uns auch und Steuereinnahmen in der Zukunft schafft, sind viele Entwicklungen und Erfindungen, die wir jetzt machen müssen. Und deshalb spielt die Zukunft in dem Konjunkturpaket genauso eine große Rolle wie die Unterstützung für Familien, für Kommunen, für die Wirtschaft oder zum Beispiel der Konsumimpuls mit der Mehrwertsteuersenkung. Ist diese gigantische Verschuldung aber nicht auch eine Möglichkeit für Sie, um Rücklagen zu schaffen, um im Wahlkampfjahr 2021 ohne neue Schulden auszukommen? Oder wie es ein Kritiker nennt, der Taschenspielertrick eines Finanzministers, der gerne ins Kanzleramt umziehen möchte? Was wir jetzt machen, ist dafür zu sorgen, dass wir auf Dauer unsere Haushalte gut finanzieren können. Das machen wir in diesem Jahr, das werden wir auch im nächsten Jahr genau machen, wenn wir die Situation dann besser verstehen. Ich habe sehr bewusst, damit wir seriös und vorsichtig kalkulieren können, entschieden, dass wir den Bundeshaushalt nicht wie normalerweise vor der Sommerpause, sondern im Herbst für das nächste Jahr aufstellen. Dann werden wir nochmal eine extra Steuerschätzung machen, damit wir alles genau berechnen können. Und das geht natürlich darum, dass wir dann, wenn es in den nächsten Jahren um darum geht, wie wir unsere Haushalte planen, nicht dazu kommt, dass wir dann plötzlich sparen müssen, dass wir Dinge zusammenstreichen müssen, die aber für das Zusammenleben, für die Solidarität oder für die Zukunft unserer Gesellschaft wichtig sind. Aber, um das Stichwort nochmal aufzugreifen, ins Kanzleramt wollen Sie nicht umziehen? Führende SPD-Politiker sprechen sich laut Medienberichten ja für Sie dafür aus. Ist ja alles sehr interessant. Ich habe jetzt mich mit einer ganz schweren Krise zu beschäftigen und ich bin Bundesminister der Finanzen und das will ich gut machen. Dementiert noch der Finanzminister. Herr Scholz, vielen Dank für das Gespräch. Schönen Dank. Mit Schuldenrekord raus aus der Corona-Krise. Dazu ein Kommentar von Tom Schneider vom Hessischen Rundfunk. Was hat der Finanzminister heute frohlockt? Selbst denjenigen, deren Beruf es sei, die Regierung zu kritisieren, falle es derzeit schwer, ein Haar in der Suppe zu finden. Ziemlich selbstsicher, dieser Herr Scholz. In einer Zeit, in der Menschen sich millionenfach wünschen, diese Unsicherheit möge doch bald wieder verschwinden, heißt die Antwort des Finanzministers: Macht euch keine Sorgen, Geld ist genug da und wenn nicht, ist es billig zu haben. Größte Neuverschuldung aller Zeiten, Bazooka raus und Wumms. Doch ist es wirklich so einfach? Was für mich im Konjunkturpaket und dem neuen herzhaften Ja zu Schulden auf der Strecke bleibt, ist das Nachdenken darüber, was Corona uns mit seinen weltumspannenden Auswirkungen zeigt. Die Wirtschaftsweise, die wir in einer ultravernetzten Welt als eine der einflussreichsten Volkswirtschaften mitgeprägt haben, ist doch nachhaltig erschüttert worden. Beispielgefällig? Gerade gesehen. Die Fleischindustrie, in der zusammengepferchte Billiglohnkräfte ideale Bedingungen für eine Ausbreitung eines solchen Virus bieten. Eine Erkenntnis, die uns als führendes Industrieland eigentlich etwas angehen müsste. Doch der Finanzminister spricht gern von Überwindung der Corona-Krise, so als könnte die Pandemie schon bald eine schnell verblassende Erinnerung sein. Ich glaube nicht daran. Wo gerade ein SPD-Politiker stärkere Akzente setzen könnte, wäre eine transparente Debatte darüber, wo die Milliarden eines schuldenfinanzierten Konjunkturpakets nachhaltig zum Einsatz kommen könnten.
unethische Produktionsbedingungen, Sozialstandards, umweltschädliche Lieferketten. Vieles könnte die Politik angesichts der Erkenntnisse der Corona-Krise erneut unter die Lupe nehmen. Dass die Regierung diesen Fragen aus dem Weg geht, ist mehr als ein Haar in der Suppe, Herr Scholz. Die Meinung von Tom Schneider. Mit dem massiven Einsatz der Kurzarbeit versucht die Bundesregierung, so viele Jobs wie möglich durch die Corona-Krise hindurch zu retten. Was aber, wenn man erst gar keinen Job hat oder bekommt? Für Berufseinsteiger und Anfänger ist es ja so schon nicht immer leicht. Die Auswirkungen der Krise auf die Wirtschaft und auf den Arbeitsmarkt, die können das Problem verschärfen. Weil Unternehmen etwa ums Überleben kämpfen und dann weniger bis gar nicht mehr ausbilden. Was zur derzeit steigenden Jugendarbeitslosigkeit beiträgt, wie Johannes Jolmes aus Hamburg berichtet. Ja, aber cool, wenn Sie genau die Geschichte erzählen, für den Start, in zwei Sätzen, das stimmt, ja. Dann ist das ein super Einstieg. Die Geschichte, die Kevin Hirsch in seiner Bewerbung erzählen will, handelt von Robotern, die er in seiner Schulzeit programmierte. Der 22-Jährige sucht eine Ausbildung in der IT-Branche. Ein Studium brach er ab, lebt zurzeit von Hartz IV. Mit seinem Betreuer von der Hamburger Initiative Joblinge übt er Bewerbungen zu schreiben. Doch seit Corona sind die Aussichten mies. Ich habe auf jeden Fall eine Wahrnehmung dafür, dass da ein bisschen mehr Steine im Weg sein könnten. Ich denke aber, dass es eher, also ich möchte dann was Konstruktives draus machen. Also ich, selbst aus so einer Situation, die könnte wesentlich schlimmer sein, es ist immer noch auf jeden Fall möglich, was zu machen. Zweckoptimismus. Was viele hier im Raum ahnen, belegt auch die Statistik. Die Zahl der Ausbildungsplätze ging im Mai im Vergleich zum Vorjahr um knapp 10% zurück. Mit fiktiven Bewerbungsgesprächen bereiten sich die Jugendlichen auf solche Gespräche vor. Doch der Kontakt zum potenziellen Arbeitgeber wird immer schwieriger. Natürlich fehlen die Berufsmessen, es fehlen die Möglichkeiten, Praktika zu machen, Berufe auszuprobieren und die Jugendlichen sind natürlich auch verängstigt und unsicher, was ihre Zukunft angeht. Der Outdoor-Spezialist Globetrotter hat vor Corona pro Geschäft 5 Azubis ausgebildet. In Zukunft will das Unternehmen nur noch 3 Plätze anbieten. Wegen sinkender Umsätze muss gespart werden. Gleichzeitig erhält Ausbildungsleiter Sönke Schieritz mehr Bewerbungen. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass es aufgrund der Corona-Situation so ist, dass viele Auszubildende, die normalerweise schon einen Ausbildungsplatz sicher hätten zu diesem späten Zeitpunkt, noch keinen gefunden haben. Im April und Mai stieg die Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen bereits an. Mit einem 500-Millionen-Euro-Rettungsschirm will die Bundesregierung gegensteuern. So soll es Prämien für Unternehmen geben, die ihre Ausbildungsplätze stabil halten. Denn wenn die Krise vorbei ist, werden Mitarbeiter gesucht. Das glaubt zumindest der Kupferproduzent Aurubis aus Hamburg und erhöht gegen den Trend die Ausbildungsplätze. Von 180 auf rund 300 in den nächsten Jahren. Das ist ja ein Mangel der Fachkräfte. Und das spüren wir natürlich auch, wenn man jetzt einen guten Industriemechaniker zum Beispiel sucht, wird man kaum einen guten finden auf dem Markt. Und das hat das Unternehmen erkannt. Kevin Hirsch setzt darauf, dass sich seine Aussichten bessern. Denn die Corona-Krise hat gezeigt, Deutschland muss digitaler werden. Also werden bald vielleicht mehr ITler gebraucht. Alle Milliarden, die zur Bekämpfung der Pandemiefolgen ausgegeben werden, alle Kontaktbeschränkungen und Abstandsgebote, sie helfen letztlich nur, die Symptome zu lindern. Besiegt sein wird Corona wohl erst, wenn es ein Medikament oder einen Impfstoff gegen das Virus gibt. Und so arbeiten Forscher auf der ganzen Welt fieberhaft daran, in einem so wohl noch nie dagewesenen Rennen um den passenden Stoff. Auch das deutsche Biotech-Unternehmen CureVac mischt mit, kräftig unterstützt vom deutschen Staat, der kurzerhand mit eingestiegen ist diese Woche, was zusätzlich hunderte Millionen für die Forschung bringt. Heute nun bekamen die Tübinger die Erlaubnis, ein potenzielles Mittel am Menschen zu testen. Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem Impfstoff. Christina Böker. Die Zeit drängt bei der Suche nach dem Corona-Impfstoff. Rund um den Globus arbeiten Labore geradezu fieberhaft daran. Ein weltweites Wettrennen mit derzeit rund 150 Startern. Mit in der Spitzengruppe Forscher aus Tübingen. Tests werden weltweit durchgeführt und das ist gut so. Der Wettlauf ist gegen die Zeit, um eben die Pandemie in den Griff zu bekommen. CureVac ist bundesweit das zweite Unternehmen, das nun klinisch testet, also den Impfstoff an Menschen erprobt mit 168 Probanden. Der spezielle Ansatz: Künstliche Botenstoffe werden injiziert und übermitteln dann den menschlichen Zellen eine Bauanleitung für Antigene. Heute gab es für die Tests das Go vom zuständigen Institut.
Die klinische Prüfung ist die Basis für die Daten, die wir hinterher brauchen, um zu bewerten, dass ein Impfstoff tatsächlich sehr viel mehr Nutzen hat als mögliche Risiken oder Verträglichkeitsprobleme. Im weltweiten Wettrennen sind die Tübinger später gestartet. 10 Unternehmen haben früher mit ihren klinischen Tests begonnen. Aber CureVac hat jetzt einen starken Sponsor. Die Regierung beteiligt sich mit 300 Millionen Euro an dem Unternehmen. Ein Wettbewerbsvorteil? Das Unternehmen hat klare Vorteile, Finanzierungsvorteile. Es hat den Bund im Rücken. Und was wir in anderen Märkten schon beobachten, der Bund ist damit Spieler. Er hat ein Unternehmen und aber auch Schiedsrichter, weil er legt ja die Regeln fest. Es ist für alle forschenden Firmen riskant. Nur wer am Ende mit den klinischen Tests erfolgreich ist, verdient auch Geld mit seinem Impfstoff. Und trotzdem produziert man in Tübingen schon jetzt auf Halde. Den Impfstoff, der noch gar nicht zugelassen ist. Insofern produzieren wir auch heute schon auf unser eigenes Risiko hin, obwohl wir die klinischen Daten noch nicht gesehen haben. In jedem Produktionslot, der uns zur Verfügung steht, produzieren wir genau diesen Impfstoff. Weil wenn die Daten gut sind, dann erst eine Entscheidung darüber zu treffen, jetzt fangen wir an zu produzieren, das wäre eine Tragödie. Schon jetzt könnte die Firma nach eigenen Angaben 200 Millionen Dosen jährlich produzieren. Weitere Produktionsstätten entstehen gerade. Eine Zulassung ist regulär wohl erst im nächsten Jahr zu erwarten. Wenn es überhaupt möglich ist, gegen diese Krankheit Impfstoffe zu entwickeln, und danach sieht es im Moment aus, dann erwarten wir, dass es nicht nur einen Impfstoff geben wird, sondern gleich mehrere. Das ist auch gut so, denn es wird so viel an Impfstoff gebraucht, dass keine eine Firma den produzieren könnte. Das heißt, das Rennen um den Impfstoff können zwar mehrere Firmen gewinnen, es werden aber auch viele auf der Strecke bleiben. Als Außenminister Maas Anfang der Woche verkündete, für welche Länder die offizielle Reisewarnung aufgehoben würde, da war in der Türkei, wo die Strände nun schon seit vielen Wochen verwaist sind, die Enttäuschung groß. Nicht nur, dass man nicht auf dieser Liste stand, sondern vielmehr stufte die Bundesregierung die Türkei als sein Corona-Risikogebiet ein, denn die Zahl der Infizierten steigt. Was die Touristen nicht gerade in Scharen ins Land treiben wird, das nach Spanien und Italien das drittbeliebteste Urlaubsland der Deutschen ist. Aber eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot und so ließen sich einige nicht davon abschrecken, heute dennoch in ihren lang ersehnten Türkei-Urlaub zu starten. Oliver Meyer-Rüth berichtet. Die Türkei strengt sich an, deutsche Touristen trotz Corona ins Land zu locken. Am Vormittag sind Camilla Ambrasos und ihre Mutter aus München nach Antalya gekommen. Weil bisher kaum jemand da ist, ist Abstand halten kein Problem. Wegen der Reisewarnung und der Einstufung als Risikogebiet habe man sich ein wenig Sorgen gemacht, sagen sie. Mummeliges Gefühl hat man vielleicht am Anfang schon, aber wenn man dann vor Ort ist und sieht, wie die Hygienemaßnahmen sind und wie toll eigentlich alles organisiert ist, geht es mir heute eigentlich ganz gut hier. Auch Tobias Leskien und seine Freundin gehören zu den ersten deutschen Pauschaltouristen in Antalya. Dass manche Krankenversicherungen aufgrund der Reisewarnung mögliche Behandlungskosten nicht übernehmen könnten, das nehmen sie in Kauf. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur auf Corona bezogen ist oder prinzipiell auf Krankheiten. Aber soweit ich weiß oder das jetzt aktuell mitgekriegt habe, greift die dann nicht. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu zeigt sich aufgrund der anhaltenden Reisewarnung von der Bundesregierung ziemlich enttäuscht. Viele Deutsche dürfte es abschrecken, wenn die Versicherung im Krankheitsfall nicht bezahlt. Sollte sich ein Tourist in der Türkei infizieren, zeige man sich deshalb großzügig, verspricht er. Sagen wir mal, der Tourist hat keine Versicherung oder die Versicherung bezahlt nicht, dann übernehmen wir als Türkei die Behandlung des Gastes. Seit Anfang Juni sind hierzulande Corona-Neuinfektionen gestiegen. Um einen Ausbruch der Krankheit zu vermeiden, haben einige Hotels kostenintensive Maßnahmen ergriffen, damit Hygienestandards erfüllt werden. TÜV Süd soll diese überprüfen. Unabhängig von Corona verzichten manche Deutsche auf den Urlaub in der Türkei aufgrund der Situation der Menschenrechte. Immer noch sitzen 3 deutsche Staatsbürger wegen fadenscheiniger Terrorvorwürfe im Gefängnis. Çavuşoğlu wiegelt ab, das werde nicht von der Politik entschieden. Früher war von mehreren und anderen Namen die Rede. Da waren es 10. Jetzt sind es 3. Was bedeutet das? Die Justiz bearbeitet das und fällt Urteile. Was politisch im Land passiere, verhaftete Deutsche, das sei für ihn kein Thema, sagt Tobias Leskien. Das mulmige Gefühl ist dann eher, wenn man dann wieder zurückfliegt, weil man halt auch wieder
Internetseite was anderes liest, was Quarantäne danach betrifft oder eben auch nicht. Derzeit müssen Deutsche, die aus sogenannten Risikogebieten wie der Türkei zurückkehren, 2 Wochen in Quarantäne. In Nordrhein-Westfalen hat das Oberverwaltungsgericht diese Verordnung aufgehoben. In allen Bundesländern ist es allerdings möglich, die Quarantäne durch einen negativen Corona-Test zu vermeiden. Und wie es nach den Sommerferien in Deutschland in Sachen Corona weitergeht, darum ging es heute bei Beratungen der Ministerpräsidenten der Bundesländer mit der Kanzlerin. Zum ersten Mal wieder persönlich und nicht mehr per Videokonferenz. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Jens Rieber. Bund und Länder haben sich heute über den weiteren Kurs in der Corona-Pandemie verständigt. Wie Kanzlerin Merkel und Vertreter der Länder mitteilten, sollen Schulen nach den Sommerferien den Regelbetrieb wieder aufnehmen, wenn es die Infektionslage zulässt. Abstands- und Hygieneregeln wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in bestimmten Bereichen gelten weiterhin. Großveranstaltungen bleiben grundsätzlich bis Ende Oktober verboten. Gut eine Woche vor der außerordentlichen Hauptversammlung warnt die Lufthansa vor einem Scheitern des milliardenschweren Rettungspakets. Hintergrund sind Äußerungen eines Großaktionärs, der die geplante Beteiligung des Staates kritisiert. Stimmen die Aktionäre nicht zu, droht der Lufthansa die Insolvenz. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Heinz-Hermann Thiele, Unternehmer und Milliardär, stieg erst in der Corona-Krise bei der Lufthansa ein, hält nun 15% an der Airline. Der Großaktionär kritisiert den geplanten Staatseinstieg. Nicht alle Möglichkeiten seien ausgeschöpft. Thiele befürchtet, dass der Bund zum Daueraktionär bei der Lufthansa werden könnte. Und eine Verwässerung seines Aktienpakets im Zuge der Kapitalerhöhung, die der Bund vornehmen will. Über seinen hohen Anteil könnte Thiele den Rettungsplan tatsächlich blockieren. Er will neu verhandeln über Kredite der staatseigenen KfW-Bank für die Lufthansa, ohne dass der Staat einsteigt. Die Konzernführung ist alarmiert. Finanzminister Scholz hat Nachverhandlungen ausgeschlossen. Er sagte wörtlich, die Rettung sei verhandelt. Punkt. Der Lufthansa reicht das Geld nur noch bis Ende Juni. Die Hauptversammlung gerät zur Zitterpartie. Die Ministerpräsidenten haben den Staatsvertrag zur Rundfunkfinanzierung verabschiedet. Darin ist vorgesehen, den Rundfunkbeitrag vom kommenden Jahr an zu erhöhen, und zwar um 86 Cent auf 18,36 Euro pro Monat. Die Länderparlamente müssen dem noch zustimmen. Das Votum des Landtags von Sachsen-Anhalt gilt als ungewiss. Der Rundfunkbeitrag ist die Haupteinnahmequelle von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Die Fußballfrauen des VfL Wolfsburg sind zum 6. Mal deutscher Meister. Das Team sicherte sich den Titel vorzeitig am drittletzten Spieltag mit einem 2:0-Sieg über den SC Freiburg. Die Wolfsburgerinnen haben in dieser Saison keine einzige Niederlage kassiert. Für sie ist es der 4. Meistertitel in Folge. Herzlichen Glückwunsch. Und damit bleibt noch der Blick aufs Wetter. Und da, Sven, kommt einiges auf uns zu. Das ist genau richtig. Da ist einfach viel im Moment in der Atmosphäre an feuchter Luft. Da ist zwar insgesamt wenig Bewegung in Sachen Wind, aber da, wo die feuchte Luft dann wirklich Power macht, da gibt es dann schwere Schauer und Gewitter. Und man kann dann manchmal auch tolle Fotos machen. Das ist, ich muss noch mal ein bisschen zurücktreten, dann sieht man das noch viel schöner. Harzgerode, heute aufgenommen von Thorsten Brehme. Hier ein nur kleiner Schauer, aber hier sehr intensiv der Niederschlag darunter. Also Unwetter und starke Regengüsse haben immer auch eine eigene Ästhetik. Solange da dann nichts Schlimmes passiert, ist das für Meteorologen natürlich sehr erfreulich. Wir gucken mal auf den aktuellen Radarfilm. Und hier sieht man sehr schön, was im Tagesverlauf passiert ist, wie das Ganze von Bayern jetzt rübergezogen ist über Hessen in Richtung Nordrhein-Westfalen. Da sind jetzt noch gerade im Westen hier schön zu sehen einige Gewitter unterwegs. Auch hier noch mal vom Gebiet des Harzes rüberkommend bis in die Warburger Börde in Nordrhein-Westfalen. Jetzt gucken wir weiter und gucken mal auf unseren Vorhersagefilm. Da sehen Sie hier noch mal diese Strecke. In der Nacht werden die Gewitter sich zunächst zurück. Im Nordosten ist wenig los, ruhig, klare Luft. Im Südwesten geht es ein bisschen auf. Aber dann schon morgen Vormittag, Mittag, fängt es auch im Gebiet Berlin-Brandenburg mit ersten, zum Teil kräftigen, örtlich später unwetterartigen Gewittern an. Die kommen weiter als heute nach Norden voran. Ganz im Norden ist es noch sonnig, im Südwesten teilweise zumindest dann aufgeheitert. Und die Temperaturen, die liegen morgen früh in den Gebieten hier im Südwesten bei nur 8 bis 10 Grad. Mecklenburgische Seenplatte um 11, Berlin aber 19, alle anderen dazwischen. Morgen Nachmittag nochmal in der Nordhälfte diese Sommerwärme bis 29 Grad, dann später die Gewitter.
und im Südwesten sind es 23 Grad. Wenn es dann mal richtig schüttet, nur 14. Gucken wir noch auf die Aussichten. Da sieht man, dass am Freitag auch der Norden dann Regen abbekommt. Hier dann kühlere 16 Grad, nach Südwesten bis 24. Wechselhaftes Wetter am Samstag auch bei 17 bis 24 Grad. Also viel los in der Wetterküche. Oft nach oben gucken, das ist vernünftig, Ingo. Es brodelt da. Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im ersten geht es jetzt weiter mit der Sportschau und dem zweiten Teil des 32. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.